Tja, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir jetzt... Wir müssen ja auf die andere Seite. Wir kommen hier nicht mehr durch. Ist das extra oder ist jetzt nicht, dass es ein Bug ist? Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da gehe ich doch erstmal aufs Klo. Da können die Bone Saxon Harmony auch nicht mehr helfen. Was können wir denn da noch groß machen? Stimmt, wir können ja keine Spritzen mitnehmen gerade. Boah, wenigstens das Geschrei mal kurz weg. Das ist schon eine Wohltat gerade. Balsam für die Nerven. Also ganz ehrlich, das Geschrei auf Dauer, da wirst du ja wirklich kirre bei. Weil die große Frage ist, da war auch nichts bei der Bowlingbahn. Hinten in dem Räumchen waren ja auch nur Bowlingkugeln, ne? Da war ja sonst nichts. Hier ist Dr. Strange, Dr. Pornel, Dr. Porzeltchen. Hier ist Seife. Ist aber sehr merkwürdig, eine Bowlingbahn hier im, ne, im Mental Hospital ist schon ein bisschen strange. Ja, was macht man denn jetzt? Ich bin so ein bisschen ratlos, was wir jetzt, wie wir jetzt fortfahren können. Wir können natürlich noch lustige Vogelmänner suchen. Ach, ich dachte, da liegt was. Keine Vogelmänner hier. Tja, Freunde. Ich suche jetzt hier nochmal ein bisschen ab. Einfach aus Prinzip. Aber so richtig Hoffnung habe ich jetzt nicht, dass das, dass uns das weiterbringt. Aber es tut mal ganz gut, nicht weiterzukommen. Weil das... Boah. Das Spiel ist super anstrengend zu spielen. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt weiterkommen sollen. Mal wieder. Also wenn wir jetzt nicht da durchs Gitter kommen, ich meine vor allen Dingen, wieso kommen wir denn nicht durchs Gitter? Warum landen wir dann plötzlich wieder auf der gleichen Seite hier? Das ergibt für mich keinen Sinn, dass wir das Puzzle zusammengesetzt haben und die Telefonnummer jetzt nicht wählen können. Es sei denn, wir müssen jetzt runtergehen und wieder durchs Fenster steigen. Aber das macht doch gar keinen Sinn. Ich könnte ja wieder durch die Haupteingangstür gehen. Ach, kommen wir da überhaupt... Da kommen wir gar nicht mehr hoch, ne? Na los, schnapp dir die Leiter, schnapp dir die Leiter. Ne, da kommen wir gar nicht hoch. Und wir kommen auch nicht hier raus. Auch nicht mit Crouchjumping, wir kommen ja gar nicht mehr vom Balkon. Vom Balkon. Und hier hinten war ja weiter nichts, ne? Nee.
Das macht doch gar keinen Sinn. Sinsalabin. Hä? Achso. Also ich bin momentan ein bisschen überfragt. Gehen wir nochmal im Park spazieren, vielleicht bei... Die frische Luft bringt uns bestimmt wieder auf andere Gedanken. Aber irgendwie auch gar nicht. I don't need to go back. Na, ich dachte, vielleicht können wir da eine Telefonnummer finden. Steht hier vielleicht eine Nummer drauf? Nee, ne? Möllenberg. Habe ich übrigens bei Google gesucht, habe ich nicht gefunden. Möllenberg Mental Hospital. Gibt es, glaube ich, nicht wirklich. Da steht eine Telefonnummer. 0. Aber ich kann die nicht lesen. 08807 oder was? 6648. 0 irgendwas. Warte, ich schreibe mir die auch mal vorsichtshalber auf. Sekunde, gleich wieder da. Null Fragezeichen, 807 und dann 6538. Ich bezweifle ja, dass das die Nummer ist, die wir wählen sollen. So, weißt du was, ich speichere jetzt hier nochmal ab und wenn nicht gleich ein Wunder passiert, dann unterbreche ich die Aufnahme. Und probier mal offscreen weiterzukommen, weil ich will nicht immer diese Folgen haben, wo ich 10 Minuten nur danach suche, wie es weitergeht. Weil das oftmals gar nicht so wirklich ersichtlich ist, wie zum Beispiel hier. Da haben wir die Nummer, die passt nicht beim Keypad. Und wir kommen nicht mehr durchs Gitter. Was? Hä? Wie? Das ist doch ein Witz. Jetzt kommen wir durchs Gitter? Dann war das ein Bug. Ja, sorry, dann war das ganz klar ein Bug. So, pass auf, wir haben hier ein Telefon. Dann wähle ich jetzt mal diese Steintafelnummer. 5-1-1-7-7-8-1-6. Das ist doch ein Witz, Alter. Zwei, sieben, vier, neun. Und welch ist er? Wartet. 2749. 2749. Wenn wir schon beim Aufschreiben vom wenn wir schon beim Aufschreiben von Zahlen sind, dann bitte richtig. So, jetzt haben wir diese blöde Steintafel, die brauchen wir ja, glaube ich, nicht mehr. So, Freunde. Ja, gute Idee, dass wir jetzt auf dem Dachboden nach dem Doktor sehen sollen. Wahrscheinlich liegt das Speichergerät nicht ganz ohne Grund da. Ich rushe jetzt hier einfach durch. Ist mir egal, ob da was folgt. Es folgt nichts. Ach du Scheiße. Und wir gehen dem Doktor hinterher. Also fast. Wir müssen ja vorher noch den Code eingeben, der da ist. 2749. Ich will da nicht rein. Ich will doch gar nicht. Ich will nicht. Erstens ist es hier viel zu ruhig. Zweitens liegt da vorne zu viel Krempel. Und drittens hatten wir schon viel zu lange keinen Bossfight mehr.
noch mehr Krempel. Und das Ganze hier sieht aus... Wir haben ja zum Glück gespeichert. Okay, das geht. Hinter Kisten verstecken. Mir ahnt nämlich Fürchterliches. Mir schwant Fürchterliches. Oh, Alter, der macht aber übel Damage. Hä? Nein! Scheiße, wir haben aus Versehen zwei Spritzen gesetzt. Ich wollte nur mal schnell auftanken, weil der Doktor macht übel Damage mit seiner Knarre. Mit unserer Knarre. Was? Alter! Alter! Die ganze Sicht ist voll verzogen. Kommt der wieder rausgehampelt oder wartet er jetzt immer auf uns? Scheiße, ich hätte die eine Spritze nicht setzen sollen. Und wir haben jetzt natürlich auch exorbitant wenig Health. So. Ach, leck mich doch. Wo ist er? Ist ja voll die Schießbudenfigur, der Doktor. Du bist tot. So, paar Schuss haben wir noch und der Doktor ist fast hin. Yeah! Sehr gut. Just one.